Thema, das Auswirkungen hat, Herausforderungen stellt an Gesellschaft, an Politik und Wirtschaft. Und wir wollen das Ganze programmatisch bearbeiten, sozialdemokratische Leitplanken auch setzen, immer verbunden mit der Frage, wie bringen wir die Menschen sicher durch den Wandel, der vor uns liegt. Wir haben heute im Parteivorstand diskutiert mit Daniela Cavallo, der Betriebsratsvorsitzenden, Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Volkswagen, und mit Christine Eisenschmidt, der Deutschlandchefin von Intel. Beide haben uns ihren Blick auf Transformation, auf die Frage, was muss passieren, gegeben. Und das haben wir dann munter auch diskutiert. Unser Land befindet sich in einem gewaltigen Veränderungsprozess. 250 Jahre hat die Industrie eine Erfolgsgeschichte beschrieben, basierend auf Öl, auf Kohle, auf Gas. Und das werden wir in den nächsten 25 Jahren jetzt ändern. Das Land klimaneutral zu machen, ist die große Aufgabe, die auch die Bundesregierung sich vorgenommen hat. Und für uns als Sozialdemokratie geht es um die Frage nochmal, wie bringen wir die Menschen durch diesen Wandel durch. Digitalisierung verstärkt diese Prozesse zusätzlich, die Arbeitswelt verändert sich. Und für uns ist es wichtig, dass wir den Wandel, den wir ja wollen, dass wir ihn auch gestalten und dass wir das mit Zuversicht tun. Wir wollen als SPD, dass die Veränderungen, die vor uns liegen, zu Verbesserungen für die Menschen werden. Und das ist das große Thema, was uns in den nächsten 2 Jahren beschäftigen wird und was auch heute im Parteivorstand eine große Rolle gespielt hat. Unser Anspruch ist es, dass die Transformation für alle funktioniert, für die Polizistin, die auf dem Land lebt, die aufgrund des mangelnden Nahverkehrs auf das Auto angewiesen ist und die Stadt pendeln muss. Sie muss funktionieren, die Transformation für die Familie, die zur Miete in der Altbauwohnung mit Ölheizung und alten Fenstern lebt. Sie muss aber auch funktionieren, die Transformation für die Beschäftigten in der Stahl- und Automobilindustrie. Also dieser ganzheitliche Blick ist der Anspruch, den wir als Sozialdemokratie haben. Und wenn ich von guter Arbeit rede und von Qualifizierung, dann will ich noch einen dritten Aspekt nennen. Transformation muss auch bezahlbar sein für das Alltagsleben der Menschen. Und das bringt mich dann zum dritten Punkt, den ich hier berichten möchte. Wir werden am Mittwochmittag im Koalitionsausschuss zusammenkommen mit Grünen und FDP und über das Thema der Energiepreise beraten. Sie alle haben das in den verschiedenen Tagen, in den letzten Tagen mitbekommen. Das ist immer auch Forderung. Anke Rehlinger wird darauf gleich eingehen, aus verschiedenen Ecken der Sozialdemokratie auch gab, dass wir ein umfassendes Entlastungspaket jetzt auf den Weg bringen. Das wird das Thema am Mittwoch im Koalitionsausschuss sein. Auch andere beschäftigen sich ja mit der Frage von Entlastung, von Energieplänen. Ich kann Ihnen nur sagen, die einen fordern, wir handeln. Und das wird am Mittwoch dann im Koalitionsausschuss deutlich. Es stehen ja eine ganze Reihe von Maßnahmen gerade im Raum. Wir sind bereit, die EEG-Umlage vorzeitig abzuschaffen zur Mitte des Jahres. Den Heizkostenzuschlag haben wir bereits in der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Und weitere Maßnahmen werden wir dann am Mittwoch diskutieren und ich bin mir auch sicher, zu einem guten Ende bringen. Vierter Punkt, den ich ansprechen will. Im Parteivorstand haben wir den Aufruf verabschiedet zu Betriebsratswahlen. Das ist uns als Sozialdemokratie auch wichtig. Transformation funktioniert nur mit starken Gewerkschaften, mit starken Betriebsräten. Wir haben aufgerufen, dass in den nächsten Wochen sich alle aktiv an den Betriebsratswahlen beteiligen. Auch noch mal daran erinnert, dass wir gegen massive Widerstände der Union ja im letzten Jahr das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz durchgebracht haben. Also besserer Kündigungsschutz, Sanktionen, wenn die Arbeit von Betriebsräten verhindert wird, Absenkung des Wahlalters auch auf 16. Also wirklich vieles, was wir für Betriebsräte in der letzten Legislatur durchsetzen konnten. Und jetzt hoffen wir natürlich und rufen dazu auf, dass sich viele an diesen notwendigen Wahlen beschäftigen oder betätigen. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, auch ein Beschluss des Parteivorstandes, ein Beschluss zur Lohngerechtigkeit. Wir werden in dieser Woche im Kabinett, darauf sind wir sehr stolz, den Mindestlohn haben, die Anhebung auf 12 Euro. Wir sind Hubertus Heil dankbar, dass er das jetzt sofort in der neuen Regierung auf den Weg gebracht hat. Ein ganz wichtiger sozialdemokratischer Punkt. Wir haben aber auch in diesem Beschluss im Parteivorstand deutlich gemacht, dass wir ein Tariftreuegesetz einführen wollen. Auch das ist verankert im Koalitionsvertrag und wir werden uns dabei orientieren am Saarland. Das ist das Vorbild für dieses Tariftreuegesetz. Anke Rehlinger hat als Erste mit dafür gesorgt, dass Aufträge, die vom Land, von Stadt, von den Kommunen vergeben werden, dass sie an Tariflöhne gebunden sind. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich hier mit Anke Rehlinger heute stehe, die als stellvertretende Parteivorsitzende ja auch für das Thema Transformation, Wirtschaft, Energiepolitik mit zuständig ist und dort auch großen Einfluss nimmt auf die Debatten, die hier im Parteivorstand laufen. Darüber hinaus ist sie aber als starke Wirtschaftsministerin und als Spitzenkandidatin jetzt am 27. März
bei der Landtagswahl im Saarland natürlich auch eine der wichtigen politischen Kräfte, wenn es jetzt darum geht, das Land zu verändern. Und ich hoffe natürlich, dass sie zur vierten sozialdemokratischen Ministerpräsidentin gewählt wird. Und das sage ich vielleicht auch noch mal. Wir haben alle dieses Bild von der Sicherheitskonferenz gesehen, wo die mächtigen CEOs um den Tisch rumsitzen. Wir haben heute mit zwei starken Frauen aus der Wirtschaft über die Transformation diskutiert. Wir haben drei starke Ministerpräsidentinnen in unserer Reihe. Und die vierte kommt dann am 27. März dazu. Ja, vielen Dank, Lars. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich will vielleicht kurz einsteigen, auch mit dem Thema Energiepreise, Heizkosten, Spritpreise. Ich bin froh darüber, dass der Koalitionsausschuss diese Woche zusammenkommt. Wir brauchen ein umfassendes Entlastungspaket. Wir brauchen aber auch eines, was zügig wirkt. Das sind sozusagen die abstrakten Bedingungen, die daran zu formulieren sind. Einige Dinge sind ja schon im Grunde genommen andiskutiert. Das Vorziehen der Abschaffung der EEG-Umlage ist angesprochen worden. Sicherlich sehr wichtig, auch mit Blick auf die Wirtschaft, also nicht nur auf die Verbraucherinnen und Verbraucher im privaten Bereich, insbesondere wo es auch um die besonderen Ausgleichsregelungen geht, die ja doch, wenn sie so ausgestaltet würden, dem einen oder anderen noch Schwierigkeiten bereiten. Der Heizkostenzuschuss auf den Weg gebracht. Ich glaube, dass, und zumindest ich habe das auch in der Debatte heute Morgen noch mal deutlich gemacht, wenn es wirklich schnell sein muss und auch kleine und mittlere Einkommen noch mit einbezogen werden sollten und vor allem auch diejenigen, die im ländlichen Raum unterwegs sind und nicht auf die Alternative zurückgreifen könnten, mit Bus und Bahn unterwegs zu sein, bedacht werden müssen, wenn es jetzt um die Entlastungen geht. Das Vorbeifahren an der Tankstelle, das Stillhalten noch viel mehr, bereitet dem einen oder anderen Sorgen. Deshalb finde ich auch, dass eine Anhebung der Pendlerpauschale ein wirksames, ein schnell wirksames Instrument sein könnte, in dem Wissen darum, dass es natürlich auch Gegenargumente gibt, aber in der Abwägung, ich dafür plädiere, es mit aufzunehmen und auch für die Grundsicherungsempfänger jetzt nochmal auch ein Einmalzuschuss gezahlt werden könnte. Das wäre ein solches Paket, was man schnell umsetzen könnte, was eine hohe Wirksamkeit entfalten könnte und was jetzt auch wichtig und notwendig ist, damit jetzt diejenigen, die sehr hart davon betroffen sind, auch ihre Entlastungseffekte haben. Energiepreise sind sicherlich auch wichtig, wenn wir über die Transformation reden, aber es ist einer von mehreren Punkten, der heute eine Rolle gespielt hat in unserer Debatte. Das Saarland als Automobilstandort, als Stahlstandort, mehrfach schon in unterschiedlichsten Studien jetzt festgestellt, ist das Bundesland, das nahezu die schnellste und umfassendste Betroffenheit in diesem Transformationsprozess hat. Und insofern haben wir uns vorgenommen, ihn erfolgreich zu gestalten, auch ein Stück weit als Beispiel dafür, dass es an anderer Stelle gelingen kann. Um das hinzubekommen, brauchen wir jetzt auch schnelle Entscheidungen, auch wenn es um das weitere Vorgehen mit den sogenannten IPCEIs geht, egal ob das Wasserstoff, Halbleiter sind, Batteriezellfertigung. Es muss schnell die Entscheidungen jetzt getroffen werden, in erster Linie auch auf europäischer Ebene. Es geht um Milliardeninvestitionen, solche der Unternehmen, aber eben auch staatliche Gelder, die gezahlt werden müssen. In der Abwägung muss man sagen, natürlich ist das viel Geld, aber wenn wir sie nicht zahlen werden, diese Milliarden, dann wird es am Ende noch teurer werden, weil viele werden es mit ihrem Arbeitsplatz bezahlen und das Saarland genauso wie auch der Rest der Republik wird als Wirtschaftsstandort weit auch zurückfallen. Ein Schlüssel dabei wird ganz sicherlich das Thema Qualifizierung sein, Qualifizierung und Weiterbildung, das eine völlig neue Dimension erreichen muss, denn die Technologie, in die dort investiert wird, die muss auch bedient werden können und wir werden auch die Situation haben, dass an einigen Stellen Arbeitsplätze wegfallen. Und wenn es gut geht, haben wir die Möglichkeit, an anderen Stellen neue aufzubauen. Und das ist dann Aufgabe von der Bundesagentur, von Politik und von den Unternehmen, daraus einen strukturierten Prozess zu machen, ohne dass man in ein Loch fällt, sondern dass man dafür sorgt, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als qualifizierte Fachkräfte dort zur Verfügung steht, wo es eben auch um Zukunftstechnologien geht. Neben der Frage, Lars Klingbeil hat es angesprochen, haben wir diese Arbeitsplätze? Was sind diese zukünftigen Arbeitsplätze? Ist natürlich ganz entscheidend auf der Wegstrecke, dass es auch gut bezahlte Arbeitsplätze sind. Insofern ein wichtiges Signal der Bundesregierung, jetzt beim Mindestlohn gar nicht lange zuzuwarten, sondern es sehr, sehr schnell auf den Weg zu bringen. Ein Signal an
Millionen Beschäftigte in diesem Land, dass Respekt vor Arbeit eben auch Ausdruck findet und dass man das gesetzlich regelt. Wir wissen aber auch, dass es dort nur um die Untergrenzen geht und dass das eigentliche System, das wir in Deutschland haben, innerhalb der Wirtschaft eben eine gute Sozialpartnerschaft ist in Form von Tarifverträgen. Und deshalb ist es konsequent, dass neben der Frage des Mindestlohns auch die Frage von Tarifverträgen noch einmal in den Vordergrund gestellt wird. Der Koalitionsvertrag enthält entsprechende Vereinbarungen dazu. Im Saarland sind wir diesen Weg bereits gegangen. Wir nennen das im Saarland fairer Lohngesetz und haben dort festgelegt, dass entsprechende Vereinbarungen des Tarifgitters gelten, unabhängig davon, ob ich ansonsten einen Tarifvertrag habe oder nicht, wenn ich denn einen öffentlichen Auftrag erhalten möchte. Und das ist, glaube ich, ein kluger Weg, denn die öffentliche Hand kommt damit ihrem Vorbildcharakter nach und macht deutlich, dass auch mit öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern eben auch nur gute Arbeit befördert werden soll. Das ist etwas, was wir jetzt schon auf den Weg gebracht haben, zum 1.1. in Kraft getreten und was auch ein Stück weit ja auch Vorlage sein wird für das, was im Bund mit auf den Weg gebracht werden soll. Dann vielen Dank. Wir beginnen mit den Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Rötle von der ARD. Vielen Dank, Herr Klingbeil. Christian Lindner, der Finanzminister, hat sich ja gestern im Bericht aus Berlin eher zögerlich gezeigt, was jetzt ein Anti-Inflationspaket bedeuten könnte für Deutschland. Wie überzeugen Sie denn die FDP davon? Na, erstmal müssen wir ja einfach zur Kenntnis nehmen, dass das Thema die Bürgerinnen und Bürger bewegt. Und das ist etwas, wo ich den Anspruch daraus entwickle, zu sagen, hier brauchen wir eine Antwort drauf. Jenseits des Koalitionsvertrages ist sehr vieles passiert und deswegen gehen wir in den Koalitionsausschuss am Mittwoch ganz klar mit der Idee, dass wir ein großes Entlastungspaket auf den Weg bringen. Ich werde jetzt nicht einzelne Punkte auch formulieren, die ich mir vorstellen kann. Es geht jetzt um Verhandlungen und Abstimmungen, auch die wir unter den Koalitionspartnern führen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Themen, die auf dem Tisch liegen. Und Anke Rehling hat ja gerade ein paar Vorschläge auch genannt, hat ein paar Punkte genannt. Und das werden wir jetzt mit dem Koalitionspartner in den nächsten 48 Stunden besprechen. Aber nochmal, die SPD geht in diesen Koalitionsausschuss mit dem Ziel, ein großes Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg zu bringen. Und ich finde, das muss auch der Anspruch sein, den wir als Koalition haben. Herr Braune von der Rheinischen Post hier vorne, Grün. Ja. Eine Frage an Herrn Klingbeil zum Russland-Ukraine-Konflikt. Kiew hört ja jetzt schon seit einigen Wochen aus Berlin, dass möglicherweise weitere Anfragen, was Ausrüstung angeht, unterhalb der Schwelle von tödlichen Waffen wohlwollend geprüft werde. Wie lange wird diese Prüfung andauern? Möglicherweise kommt ein Ergebnis dann zu spät für die Ukraine. Vielleicht können Sie da mal was zu sagen, was dort gerade geprüft wird und was möglicherweise geliefert werden kann. Und Frau Rehlinger, zu Ihrem Wahlkampf im Saarland, vielleicht können Sie mal kurz berichten, was bewegt dort eigentlich im Moment die Menschen am meisten? Wird der Konflikt mit Russland wahrgenommen? Ist es ein Wahlkampfthema für Sie oder spielen ganz andere Sachen in erster Linie eine Rolle, wie beispielsweise der Kampf gegen die Corona-Pandemie? Also ich fange an mit der Frage zur Ukraine. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange es dauert, diese Liste zu prüfen. Das passiert gerade innerhalb der Regierung. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das so schnell wie möglich passiert. Ich will aber hier ansetzen, weil ich mich schon ein bisschen wundere über die Erzählung, die haben Sie jetzt nicht gemacht, aber die erlebe ich in den letzten Tagen immer wieder, Deutschland würde nicht an der Seite der Ukraine stehen. Ja, das macht sich ja genau an diesen Fragen dann noch fest. Deutschland ist das Land, das die Ukraine am stärksten unterstützt. 2 Milliarden in den letzten 8 Jahren, die wir insgesamt an wirtschaftlichen Hilfen gegeben haben. Sie wissen, dass Olaf Scholz jetzt mit unseren Partnern ein großes Sanktionspaket abgestimmt hat, das auch dazu führen wird, dass wir als Deutschland auch große wirtschaftliches Risiko in Kauf nehmen, wenn es dann wirklich zum Vollzug dieser Sanktionen kommt. Und das macht ja deutlich, wie stark die Bundesregierung, die Bundesrepublik insgesamt an der Seite der Ukraine steht und dort auch handelt. Das Thema spielt natürlich auch eine Rolle, Russland, Ukraine. Es ist allerdings nicht das beherrschende Thema jetzt, wenn man an den Wahlkampfständen unterwegs ist oder auch ansonsten im Saarland sich auf den Straßen bewegt. Ich habe ja eben noch mal gesagt, dass der Transformationsprozess einer ist, der im Saarland ganz besonders
herausfordernd sich darstellt aufgrund unserer Wirtschaftsstruktur. Und insofern ist die alles entscheidende Frage in diesem Land und damit auch für die Landtagswahl, wem trauen die Saarländerinnen und Saarländer am ehesten zu, Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen? Darüber entscheiden die Saarländerinnen und Saarländer und entsprechend den letzten Umfragen eben auch entscheiden sie darüber, wer diese Regierung anführt. Und das macht natürlich schon auch einen Unterschied. Mit der ein oder anderen Ansiedlung der Vergangenheit konnte zumindest ich auch unter Beweis stellen, dass das Thema Ansiedlungen und Arbeitsplätze für mich auch in den letzten Jahren das Wichtigste gewesen ist. Und auch dann, wenn die Saarländerinnen und Saarländer es wollen, in der Staatskanzlei als Ministerpräsidentin das Wichtigste wäre, Arbeitsplätze dann dort zur Chefinnensache zu machen. Herr Schmidt, bitte von der NZ. Ja, eine Frage oder zwei Fragen an den Klingbeil. Zum einen zum großen Entlastungspaket, das am Mittwoch geschnürt werden soll. Frau Rellinger, Sie haben sich ja jetzt festgelegt und gesagt, Pendlerpauschale sollte angehoben werden. Heißt das, dass die SPD mit dieser Forderung in die Gespräche reingehen wird? Wohlweislich, dass es da sehr viele Gegenargumente gibt. Sie haben das auch angesprochen. Zum einen, dass es nicht wirklich sozial gerecht sei, aber eben auch, dass es nicht dem Klimaschutz dienlich sei. Und es gibt ja Sozialverbände, sowohl Sozialverbände als auch Klimaexperten, die sagen, ein Klimageld wäre eigentlich die effizientere und die bessere Alternative. Also würde es die Pendlerpauschale geben, würde das dann nicht bedeuten, dass das Klimageld auf die lange Bank geschoben wird. Und dann von der ganz anderen Seite, Thema Transformation. Es gibt, hat sich eine radikale Gruppe geformiert, die der Aufstand der letzten Generation, der jetzt seine Androhung wahrgemacht hat und die Protestaktion nochmal verschärft heute in Hamburg, aber auch in Freiburg. Die sagen, mit der Dekarbonisierung, das geht einfach alles viel zu langsam, auch bei der, in der Ampel, die Pläne, die da jetzt geschnürt werden, die sind zu langsam und haben ja die Wissenschaftler auch in weiten Teilen hinter sich. Wie ernst nehmen Sie diese Gruppierung, die ja noch sehr klein ist? Ja, wie ernst nehmen Sie und bedarf es da nicht tatsächlich auch eines Dialogs von höchster Stelle, sprich jetzt von Ihnen oder auch von Regierungsvertretern mit dieser Gruppe? Danke. Zur ersten Frage, mit welchen Punkten wir jetzt am Mittwoch in die Verhandlungen gehen. Ich war kurz überlegt zu antworten, alle Optionen liegen auf dem Tisch, aber der Satz ist dann irgendwann noch abgenutzt. Ich habe allerdings in der ersten Antwort deutlich gemacht, dass ich jetzt hier nicht skizzieren werde, was die Einzelforderungen der SPD sind. Wir sind in Verhandlungen mit den Koalitionspartnern. Ich bin auch sehr optimistisch, dass wir ein gutes Paket dorthin bekommen. Aber natürlich steht auch die Frage, wie entlasten wir Pkw-Fahrer, wie entlasten wir Menschen, die im ländlichen Raum leben, wie entlasten wir die, die täglich über viele Kilometer zu ihrer Arbeit pendeln. Das ist etwas, was sehr wohl in unserem Fokus steht und wo wir eine Antwort für brauchen. Und das sind alles kurzfristige Maßnahmen, die ich gerade diskutiere. Und das ist dann auch der Punkt zum Klimageld. Da gibt es ja unterschiedliche Konzepte. Aber das, was im Koalitionsvertrag hier angelegt ist, ist auch, dass wir für alles, was kommt und der Weg zur Klimaneutralität, der wird ein sehr anstrengender sein. Und der wird uns als Politik, der wird die Wirtschaft, der wird die Menschen in diesem Land fordern. Natürlich brauchen wir eine soziale Abfederung. Und das ist ja auch im Koalitionsvertrag angelegt. Also mittel- und langfristig werden wir auch Lösungen brauchen. Nur das, was morgen beraten wird, da geht es ja um die Frage kurzfristige Maßnahmen, die einen sehr schnellen Effekt haben. Also da wird das Klimageld, bin ich mir sicher, keine Rolle spielen. So, zweite Frage. Natürlich sehen wir diese Proteste und ich finde generell gut, wenn junge Menschen sich einmischen, wenn sie auch deutlich machen, wie ihre Forderungen an die Politik sind. Und ich habe gerade die Größe der Herausforderung beschrieben. 250 Jahre haben wir eine Industrie gehabt, die auf Gas, Kohle und Öl basierte. Und das war eine erfolgreiche Industrie. Und wir wollen, dass der Weg mit der Industrie weitergeht. Und wenn wir jetzt uns allen abverlangen, dass wir in 25 Jahren diesen radikalen Wandel machen, dann wird das uns allen viel abverlangen. Und deswegen kann ich immer nur appellieren, zu sehen, was die Politik dort wirklich verabredet hat, was sie vereinbart hat. Und das, wo es für mich aufhört mit dem politischen Dialog, ist, wenn strafrechtliche Grenzen überschritten werden. Da bin ich dann auch nicht mehr zum Dialog bereit. Nächste Frage geht an Herrn Rinke von Reuters. Ja, Frage an Herrn Klingbeil. Zuerst mal zum Koalitionsausschuss. Sie hatten ja eigentlich den Anspruch, dass die Koalitionsausschüsse unabhängig von Tageslösungen sein sollten. Also fallen Sie jetzt nicht doch zurück in das Muster, was auch frühere Regierungen hatten, dass man nämlich die Koalitionsausschüsse braucht, um strittige Punkte zu klären. Zweitens, Frau Lamprecht hat gestern eine Erhöhung des Verteidigungsetats gefordert.
Herr Scholz hat Offenheit heute bekundet. Das kostet ja ebenfalls wie das Entlastungspaket viel Geld. Gibt es da einen Widerspruch? Unterstützen Sie auch die Erhöhung des Verteidigungsetats? Also Punkt 1 zum Koalitionsausschuss. Ich habe immer meine Erwartung formuliert, dass die Ministerinnen und Minister ihre Arbeit in der Regierung machen und wir nicht das erleben, wie es in der letzten Regierung gelaufen ist, dass CDU-Ministerinnen und Minister die kleinsten Details hochgeben in den Koalitionsausschuss und wir das dann da klären müssen. Und das, was wir verabredet haben im Koalitionsvertrag, ist ja, dass wir monatlich, vielleicht mal fünfwöchentlich, sechswöchentlich zusammenkommen. Also die Termine sind jetzt gerade dabei, bis Ende des Jahres auch abgestimmt zu werden. Das ist nicht mehr dieser, soll kein Showdown sein, kein Krisengipfel, sondern wir wollen in einer Regelmäßigkeit in der Koalition zusammenkommen und die Themen besprechen, die gerade auf der Tagesordnung sind. So, und ich, also das ist ja keine Überraschung, dass ich jetzt sage, das Thema Energiepreise und das Thema Energiekosten und die Frage Inflation und was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger, das ist gerade auf der Tagesordnung und deswegen ist der Anspruch von uns allen, dass es dort eine Lösung gibt. Aber das werden wir miteinander tun. Das tun wir nicht im Krisenmodus, sondern das tun wir im Rahmen einer Sitzung, die schon länger anberaumt ist und die wir dann am Mittwoch durchführen werden. So, die zweite Frage. Ach so, ja. Olaf Scholz ist der Finanzminister, der dafür gesorgt hat, dass in den letzten Jahren der Einzelplan 14 gestiegen ist. Und ich sage Ihnen auch, in der jetzigen Situation wird doch nochmal verdeutlicht, wie wichtig ein souveränes Europa ist, auch in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Ein souveränes Europa in außen- und sicherheitspolitischen Fragen braucht eine Bundesrepublik, die handlungsfähig ist. Und das bedeutet eben auch, dass wir eine Armee brauchen, die handlungsfähig ist. Und deswegen ist völlig klar, dass die SPD diesen Weg auch mitgehen wird. Völlig klar, dass sie den Weg der Erhöhung mitgehen wird. Wir haben immer gesagt und das auch im Koalitionsvertrag verabredet, dass die Bundeswehr optimal ausgestattet sein muss für Einsätze, für die Vorbereitung, übrigens auch für die Nachbetreuung von Einsätzen. Und an der Stelle wird nicht gespart. Ich habe jetzt noch 6 Fragen, deshalb bitte ich Sie auf sich ein bisschen zu sputen. Die nächste Frage geht an Frau Konert von der ARD. Ja, der Kollege hat es ja gerade schon erwähnt, es gibt manche Stimmungen gegen die Ampelregierung und jetzt gibt es eben diese steigenden Energiepreise und dann vielleicht das Paket am Mittwoch. Inwiefern jetzt auch für die Landtagswahlen, befürchten Sie, dass das dann auch wirklich auch für die Landtagswahlen auch nochmal kippen könnte? Wie sehen Sie sich da unter Druck im Saarland und was empfehlen Sie auch allen voran Herrn Kutschaty in NRW, der, bei dem es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen gerade ist mit Herrn Wüst? Meine Befürchtungen gelten momentan weniger den Landtagswahlen als mehr den Bürgerinnen und Bürgern, die schlicht und ergreifend finanziell überfordert sind und deshalb, egal zu welchem Zeitpunkt und egal in welchem zeitlichen Verhältnis zu welchen Wahlen auch immer dieses Thema aufschlägt, muss Politik, muss eine Bundesregierung und jeder auf seiner Ebene Handlungsfähigkeit beweisen. Das wird gerade jetzt in dieser Woche auch stattfinden. Ich habe zumindest mal gesagt, in welcher Form ich glaube, dass man eine Lösung herbeiführen kann. Es gibt ja unterschiedliche Kriterien. Keines der Instrumente, das auch öffentlich diskutiert worden ist, erfüllt alle Kriterien gleichermaßen in der Schnelligkeit, in der Operationalisierung, in der Frage, welche Ziele werden noch erreicht, wie teuer ist es und. Da, wenn ich die alle durchgehe, kann ich unterschiedlich gewichten und am Ende muss ich sagen, was ich glaube, was im Mix am besten funktioniert und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern jetzt Entlastung gibt. Und das ist, glaube ich, eine Politik, die jetzt alle mittragen müssen. Egal, ob sie Regierungsverantwortung tragen oder auch nicht, in allen Bundesländern, aber auch in der Bundesregierung. Also Sie haben ja gefragt, was ich Herrn Kutschaty raten würde. Ich musste ihm gar nichts raten, weil ich heute Morgen ja mit Anke Rehlinger, mit Thomas Kutschaty und Thomas Lossi-Müller, das will ich erwähnen, gehört ja auch mit dazu, dass wir das mit Saskia Esken und dem Bundeskanzler beraten haben, dieses Thema. Also gibt den direkten Zugang und habe auch beschrieben, wie wir jetzt gerade auf der Suche nach Lösungen sind. Mein Herr Wüst fährt zu Herrn Söder, aber der ist beim Koalitionsausschuss nicht dabei. Also der ist ja bekannt dafür, dass er viel fordert, am Ende wenig rauskommt. Und also der eine fährt zum Bundeskanzler, der andere zu Markus Söder. Und ich glaube, allein da liegt der Unterschied. Also wildes Oppositionsgehabe führt jetzt nicht dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Die Bundesregierung ist handlungsfähig und wird auch sagen, auf welchem Wege die Entlastungen erfolgen. Und das halte ich für einen guten Weg. Die nächste Frage geht an Herrn Dausen von Zeit. Herr Klingbeil, soweit ich mich erinnern kann, war der jetzige Kanzler der Erste, der 12 Euro Mindestlohn ins Spiel gebracht hat. Das ist aber mindestens 2 Jahre her, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Jetzt wird das am Mittwoch verabschiedet. Wir hatten ja diese Inflationsrate seit längerer Zeit auch schon. Sind 12 Euro eigentlich wirklich noch ein
Wert von dem Aufbruchssignal ausgehen kann, ist die eine Frage. Und die andere Frage an Frau Rehlinger. Es gab ja bei einer Reihe von Landtagswahlen, bei den letzten, was weiß ich, 7 oder 8 mindestens, gab es immer einen Last-Minute-Swing hin zum Amtsinhaber. Da stimmt Sie eigentlich erwartungsfroh, dass das im Saarland anders sein wird. Also Sie haben recht, Olaf Scholz ist der Erste, der das gefordert hat. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir mit dem starken Mandat der Bundestagswahl das jetzt umsetzen können. Und da freut sich die ganze Sozialdemokratie drüber, dass es 12 Euro Mindestlohn in diesem Land geben wird. Das ist eine Verbesserung für, ich glaube, 6,4 Millionen Menschen in diesem Land, die unmittelbar das im Portemonnaie spüren werden, was die SPD durchgesetzt hat. Und dann greift ja wieder der alte Mechanismus auch der Anpassung. Also 12 Euro ist ja nicht Schluss, sondern es wird dann weitergehen. Aber es gibt einmal diesen Sprung jetzt auf 12 Euro. Und da sind wir sehr froh, dass das als eine der ersten Aktionen jetzt auch der neuen Bundesregierung umgesetzt wird. Also es wird ein schöner Mittwoch. Ich kann das nur mal sagen, für das Saarland heißt das 100.000 Beschäftigungsverhältnisse, die jetzt mehr haben werden, als sie vorher hatten. Die SPD hat es versprochen, die SPD hat jetzt geliefert. Und zum Zweiten vielleicht noch der Hinweis, viel besser noch als eigentlich der Mindestlohn sind Tarifverträge. Denn die sind in der Regel über dem Mindestlohn. Und deshalb ist ja so konsequent, jetzt nicht nur das Mindestlohngesetz einzubringen, sondern eben auch auf Tariftreue zu setzen, dort, wo der Staat zumindest als Auftraggeber unterwegs ist. Denn das führt nochmal zu mehr Tarifbindung. Und das betrifft ja nicht nur den Lohn, sondern es betrifft ja insgesamt das Arbeitsverhältnis, Urlaubsgeld, Urlaubstage, Weihnachtsgeld und viele Dinge, die eben mit dazugehören. Und was mich optimistisch stimmen lässt für diese Landtagswahl ist, dass die Dinge im Saarland ein bisschen anders sind, als sie in vielen anderen Landtagswahlen der Fall gewesen sind. Dort ganz unterschiedlich, auch in der unterschiedlichen Farbenlehre, war es tatsächlich so, dass oft zum Ende hin der Amtsinhaber nochmal den Ausschlag gegeben hat, auch wenn vorher die Parteiwerte vielleicht nicht so waren, wie derjenige sich das gewünscht hatte. Das hat allerdings vorausgesetzt, dass der Amtsinhaber einen Amtsbonus auch hatte, der sich gegenüber dem Mitbewerber ausgedrückt hat. Das ist jetzt nun ausweislich der letzten Umfragen im Saarland gerade nicht der Fall. Vielleicht etwas ungewöhnlich in Deutschland, dass der Juniorpartner, dass die stellvertretende Ministerpräsidentin in den Umfragewerten und in den Persönlichkeitswerten vor dem amtierenden Ministerpräsidenten liegt. Insofern, damit ein Amtsbonus auf den letzten Metern greift, müsste er vorhanden sein. Und das ist ein nicht ganz unwesentlicher Unterschied zur Situation in anderen Bundesländern. Und zum Zweiten vielleicht auch der Hinweis, Amtsinhaber, die jetzt gewonnen hatten bei den letzten Landtagswahlen, waren alle gewählte Amtsinhaber. Auch das unterscheidet uns im Saarland. Sie erinnern sich ja, Tobias Hans als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja nicht gewählt worden in diesem Amt. Also insofern sind die Ausgangsbedingungen nicht ganz miteinander vergleichbar. Und deshalb sind wir sehr optimistisch und zumindest die Umfragen lassen uns das jetzt auch mal zu Recht noch sein. Allerdings natürlich auch wissend, dass noch ein bisschen Zeit bis hin ist zur Landtagswahl. Aber wir wollen natürlich aus dieser Stimmung auch Stimmen machen. Also Tobias Hans hat ja im TV-Duell sogar erklärt, dass da, wo es gute Bewertungen der Regierung gibt, das an Anke Rehlinger liegt. Wenn man das tut, dann ist das schon sehr offensichtlich. So, wir haben noch 4 Fragesteller. Die nächste Frage geht an Herrn Wegener von dpa. 2 Fragen zu Corona, wenn Sie gestatten, kurz. Und zwar einmal zur Impfpflicht, nachdem Herr Buschmann nun Zweifel rechtlicher Natur geäußert hat. Jetzt mal die Frage an Sie als SPD. Chef, was ist denn jetzt im Willy-Brandt-Haus vielleicht noch gedacht, um die Impfpflicht einer Mehrheit zuzuführen, um sie zu retten? 2. Frage, der Corona-Basisschuss nach dem 20.03. soll wohl jetzt erst am 16. in der ersten Lesung beraten werden. Das wären dann in 3 Wochen. Fürchten Sie 3 Wochen lang, sagen wir mal, Ampelgezerre? Also zum Zweiten sage ich, nein, ich fürchte kein Gezerre, sondern ich bin mir sehr sicher, dass wir innerhalb der Regierung, aber dann auch mit den Ministerpräsidenten abgestimmt, dass wir da sehr schnell einen Weg finden werden und dass es dann eben auch geeignete Maßnahmen gibt, die nach dem 20. März greifen. Zur Impfpflicht. Für uns ist das eine Gewissensentscheidung, das haben wir deutlich gemacht. Jetzt ist gerade die Phase der Gruppenanträge, die jetzt alle für Mehrheiten werben. Ich habe selbst ja einen Antrag
unterschrieben, der von Dirk Wiese, von Dagmar Schmidt, von anderen jetzt auf den Weg gebracht wurde, der sich für die allgemeine Impfpflicht ab 18 noch ausspricht. Und ich will jetzt hier die Chance aber auch nochmal nutzen, an die Union zu appellieren. Wenn wir den Weg der Gewissensentscheidung gehen, dann halte ich das für wichtig, dass man sich da nicht in diese Blockadehaltung begibt, also dieses krampfhafte Suchen nach irgendwie Opposition, das ist bei dem Thema nicht angemessen. Und ich erlebe ja auch, dass es ganz spannend ist, mal in die Union selbst reinzugucken. Also da sieht man auf der einen Seite 16 Ministerpräsidenten, wo ja doch auch noch einige der Union dabei sind, die sagen, es braucht diese allgemeine Impfpflicht. Das ist gerade erst wieder bestätigt worden. Und eine Bundestagsfraktion, die jetzt krampfhaft die Oppositionsrolle sucht und sich diesem Weg verweigert. Und diese Spaltung der Union, die ist ja in manchen Personen sogar sehbar. Also ich nehme mal Herrn Wüst oder auch Tobias Hans, die sind beide ja nicht nur Ministerpräsidenten und sprechen sich für eine allgemeine Impfpflicht aus, sondern die sind auch Landesvorsitzende und haben anscheinend ihre eigenen Bundestagsabgeordneten nicht im Griff. Also das ist wirklich ganz spannend, die Frage, wer gibt da eigentlich in der Union den Weg vor? Wir sind da als SPD klar aufgestellt, erstmal in der Frage, dass es eine Gewissensentscheidung gibt. Und zweitens aber auch, wenn Sie angucken, wer unterzeichnet hat, dann gibt es da eine klare Tendenz in der SPD-Bundestagsfraktion. Und ich tue selbst jetzt auch vieles dafür, zu überzeugen, dass wir am Ende dann eine Mehrheit für die allgemeine Impfpflicht haben. Nächste Frage an Herrn Bocho, nebendran. Ja, tatsächlich zur Transformation. Herr Klingbeil, Sie haben gesagt, es wird eine Transformation für alle und die SPD will sich dann dafür einsetzen, dass auch die Transformationsprozesse für alle gut verlaufen. Und hat der Osten Deutschlands schon einige Jahrzehnte Transformationen hinter sich, die möglicherweise noch umfassender waren als die im Saarland. Und Sie wissen, dass die Menschen im Osten auch transformationsmüde sind, ne, und Veränderung nicht besonders schätzen. Viele Demonstrationen sprechen dafür. Haben Sie die Menschen da im Osten, was diese Transformationsprozesse der Gegenwart und Zukunft betrifft, besonders im Blick? Und die zweite Frage vielleicht an beide. Die Veränderungsprozesse im Osten haben auch gezeigt, dass sie dem Organisationsgrad, gewerkschaftlichem Organisationsgrad, Tarifverträgen und so weiter nicht gut tun. Was wollen Sie machen, Sie haben das ja direkt angesprochen, dass es Ihnen besonders wichtig ist, dass bei dieser Transformation Tarifverträge, gewerkschaftliche Organisationen nicht unter die Räder kommen. Wie wollen Sie das konkret machen? Willst du was zum Thema Tarifverträge? Also, ich fange gleich mal an. Ich glaube, dass eine stark ausgeprägte Mitbestimmung, Betriebsräte, Gewerkschaften eine Gelingensvoraussetzung dafür sind, dass wir die Transformation gut hinbekommen. Also wir im Saarland sprechen sogar noch einfach weiterhin von Strukturwandel und bedienen uns gar keines neuen Wortes. Und das Saarland ist ja nun ein bisschen später zur Bundesrepublik dazugekommen. Also insofern haben wir sogar manchmal ähnliche Voraussetzungen, wie es auch im Osten der Fall ist. Viele Konzernzentralen sind nicht bei uns, weil das alles schon aufgeteilt war. Kohle und Stahl haben uns geprägt. Stahl tut es immer noch. In der Kohle sind wir ausgestiegen, komplett. Und dieser Strukturwandel, den haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Aber das, was jetzt vor uns liegt, im Osten genauso wie aber auch in anderen Teilen des Westens, ist noch umfassender, weil schneller und gleichzeitiger. Und das muss jetzt organisiert werden mit starken Gewerkschaften, mit gut aufgestellten Betriebsräten. Deshalb ist es auch heute nur folgerichtig, nochmal dazu aufzurufen, diesen Betriebsräten auch ein starkes Mandat zu geben und dafür zu werben. Ich habe es eben gesagt, die zweite wichtige Voraussetzung ist eben, dass investiert wird. Dass neue Technologien aufgebaut werden, dass wir die Chancen auch nutzen, Batteriezellfertigung, Halbleiter, genauso aber auch das Thema Wasserstoff. Und ich würde noch als Viertes das Thema Kreislaufwirtschaft hinzufügen, das noch nicht so richtig auf dem Schirm auch ist. Wenn wir uns konsequent um diese Themenfelder kümmern, dann wird das nicht nur zum Instrument für die Transformation werden, sondern es wird selbst Gegenstand von wirtschaftlicher Betätigung sein. Es werden neue Branchen daraus entstehen. Und da sehe ich sehr wohl gutes Potenzial. Dafür brauchen wir diese eben von mir angemahnten schnellen Entscheidungen, damit die Gelder, die auch vorhanden sind, an der Stelle ist es ja noch nicht mal nur eine Frage des Geldes, sondern die Frage ist, dürfen die staatlichen Subventionen denn gezahlt werden, müssen in Abrede mit in Abstimmung mit der EU-Kommission auch freigegeben werden können. Und dann brauchen wir als Drittes die Qualifizierung. Das, glaube ich, ist der Maßnahmenmix, auf den wir uns jetzt vorbereiten müssen. Und dann können wir daraus eine stabile Wirtschaft bauen, egal ob im Osten oder im Westen. Vielleicht
nur als kurze Ergänzung, weil die Frage ist ja nicht, ob wir diese Transformation wollen oder nicht. Sie wird stattfinden. So, für uns ist der Ansatz dann aber zu sagen, wir gestalten sie gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich, wir gestalten sie politisch insgesamt und wir sorgen dafür als Sozialdemokratie, dass alle Menschen mitgenommen werden. Und da kann man übrigens auch aus den Erfahrungen in Ostdeutschland lernen. Kann man gucken, wie man es nicht machen sollte, an manchen Stellen aber auch davon lernen, wie man es richtig machen kann. Es gibt sehr erfolgreiche Beispiele und da werden wir natürlich darauf zurückgreifen. Aber es muss der Anspruch sein, dass wir durch diesen Wandel so durchkommen, dass der Gesellschaft nicht spaltet, dass sie zusammengehalten wird, dass wir die Menschen mitnehmen. Das hat mit Qualifizierung, mit Bildung, mit Weiterbildung zu tun. Anke Rehlinger hat die Frage Staat und Investitionen angesprochen. Also der Staat muss eine aktive Rolle spielen in diesem Transformationsprozess. Sonst überlassen wir am Ende eben sich selbst und das würde das Land zerreißen. So, die nächste Frage, vorletzte Frage an Frau Pauli hier vorne von RTL, NTV. Herr Klingbeil, ich würde nochmal zum Beginn der Pressekonferenz hier zurückkommen, Stichwort Ukraine. Die EU-Kommissionspräsidentin, die ist jetzt schon relativ konkret geworden, was sie sich da an Sanktionsschrauben vorstellen könnte, an denen man noch drehen könnte, Stichwort Finanz- oder ja, Einschränkungen im Finanzsystem. Könnten Sie sich da auch scharfe Maßnahmen vorstellen, beispielsweise eine Abkopplung vom SWIFT-Verfahren? Und die zweite Frage, andererseits ist es natürlich immer in der Abwägung zu sehen, solche Sanktionen und Sanktionsdrohungen mit Blick auf den Westen und dessen Abhängigkeit, Stichwort auch gerade Deutschland, von russischem Gas. Also wie wirkungsvoll oder eben wirkungslos sind dann solche Drohungen? Also ich bitte um Verständnis, dass ich bei einzelnen Sanktionsinstrumenten nicht in die Debatte gehen werde. Ich habe immer gesagt, dass alles möglich sein muss. Ich bin auch froh, dass Friedrich Merz sich korrigiert hat, der SWIFT ausgeschlossen hat und dann unter dem Druck der öffentlichen Debatte dann wieder quasi eingeknickt ist und gesagt hat, okay, dann kommt es doch wieder dazu. Aber es muss alles möglich sein. Und klar muss aber sein, die Sanktionen müssen Putin und auch alles um ihn herum müssen sie hart treffen. Und das dürfen keine symbolischen Sanktionen sein, sondern das muss wirklich, an der Stelle muss es wirken. Sie haben es angesprochen, es muss sehr hart sein und es muss unmissverständlich sein. Und das ist das, was vorbereitet wird. Und ich halte es aber auch strategisch für richtig, dass wir der russischen Seite keine Einblicke gewähren, was dann die genauen Schritte sein können. Das wird, ja, natürlich, also ich meine, das gehört ja zur Wahrheit mit dazu, dass selbst die 2014er Sanktionen schon einen Einfluss auch auf das deutsche Wirtschaftssystem hatten, dass es Unternehmen gab, die die Konsequenz gespürt haben. Sie haben das Thema Energie angesprochen. So, natürlich kann das auch eine Folge haben, aber ich finde, das darf uns in der jetzigen Situation nicht davon abhalten, dass wir eine klare, unmissverständliche Botschaft an Wladimir Putin auch formulieren, wenn er die territoriale Integrität der Ukraine angreift. So, die Schlussfrage bekommt Herr Doll von Welt. Zwei Nachfragen zum Thema auch nochmal im weitesten Sinne Ukraine und Russland. Vielleicht an Herrn Klingbeil. Ein Landrat in Brandenburg hat einen Brief an Wladimir Putin geschrieben und ihn zu einer Veranstaltung eingeladen. Geht um eine Gedenkstätte. Der Landrat ist Sozialdemokrat. Ist das in der derzeitigen, wir haben gerade mit ihm geredet, ist das in der derzeitigen Situation das richtige Zeichen, das man geben sollte aus Ihrer Sicht? Und die zweite Frage ist, mit einiger Verwunderung war heute zu lesen, dass es kein Parteiausschluss, dass kein Parteiausschlussverfahren für Gerhard Schröder angesichts seiner Rolle bei Gazprom und russischen Unternehmen ein Thema ist. War das überhaupt ein Thema oder hat Herr Kühnert auf die Frage der Rheinischen Post geantwortet? Und halten Sie es für angebracht, dass Gerhard Schröder weiter in diesem Unternehmen aufsteigt und im Sommer möglicherweise Aufsichtsrat bei Gazprom wird? Also ich kenne die Karriereplanung von Gerhard Schröder nicht. Die haben für mich jetzt auch nicht eine große Relevanz. Und zu beiden Fragen kann ich sehr gleich antworten. Die Verantwortung tragen für die Sozialdemokratie auf Bundesebene, das sind Saskia Esken und ich als Vorsitzende, das ist Rolf Mützenich als Fraktionsvorsitzender und vor allem ist das der Bundeskanzler Olaf Scholz. Die sind alle deutlich und unmissverständlich in der Russlandfrage. Die haben sich klar positioniert und ich erlebe, dass sich doch die Sozialdemokratie auch an diesem Weg orientiert und das ist für uns das Entscheidende. Super. Vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Treffen wir mal ins Saarland?